Herzlich willkommen zur vierten Team-Time. Heute leider nicht live, aber dennoch umso nettere Gäste. Und ich würde euch bitten, euch einfach mal ganz kurz zu sagen, wer ihr seid, woher man euch vielleicht kennen könnte oder wenn man euch noch nicht kennt, wo man euch findet. Ich würde sagen, Rita, fängst du einfach mal an, bitte. Ich bin Rita, ich bin Spieleautorin, aber auch Vielspielerin und ihr könnt mich auf Instagram finden. Da poste ich ganz viel über Spiele oder über Spiele entwickeln. Ich habe auch noch einen Podcast, der im Moment aufgrund von diversen Messen etwas leidet, aber da wollen wir dann auch mal wieder was machen. Der heißt Spielen aufs Ohr. Schön. Genau. Das war's. Sehr schön. Heike. Ja, hallo, ich bin die Heike vom Spieleacker. Mich kennt man natürlich über. Nein, Scherz. Ich komme rein aus dem Hobbysektor. Die liebe Julia hat mich mal gefragt, als ich plötzlich auf Instagram aktiv wurde, ob ich nicht gern mitmachen möchte bei ihr. Und auch jetzt dachte ich, jetzt mache ich hier mal die Julia Exclusive. Ihr findet mich auf Instagram. Ansonsten, ich versuche jeden Tag irgendwas zu posten. Ich spiele jeden Tag irgendwas. Meine Mitspieler sind schon total genervt, dass ich ständig irgendwie immer sage, ah, oh, stopp, ich muss ein Foto machen. Genau. Ja, Soweit zu super. mir, nicht mehr und nicht weniger. Ich bitte meine Stimme zu entschuldigen. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Alles klar, das werden wir verzeihen. Es ist auch bei mir. Ich habe ja auch immer eine helle Stimme. Ich bin immer erkältet. Ja, ist klar. Okay, dann Kim, wo kann man dich finden und sehen und hören? Ja, ich komme eigentlich aus dem Einzelhandel und dort findet man mich natürlich dann auch. Ich bin die Spiele-Elfe, auch bei Instagram natürlich zu finden und bei YouTube. Okay, und der Hahn im Korb heute Abend. Phil, du darfst dich auch gerne vorstellen. Ja, dann, ich bin der Phil von der Hopmeeple. Mich findet man auf Instagram und meistens irgendwo am Rumspielen. Also bei mir ist genauso wie bei Heike aus reinem Hobby eigentlich ständig am Rumsuchten. Sehr schön, sehr schön. Okay, eine illustre Runde und das erste Spiel, was wir heute Abend spielen möchten, nennt sich Hello and Goodbye. Und zwar ist das Spiel ganz einfach. Ich werde euch gleich Begrüßungsfloskeln oder Verabschiedungsfloskeln vorlesen, die von verschiedenen YouTubern genutzt werden. Woran man hoffentlich, denke ich, relativ schnell erkennen könnte, um welchen Kanal es sich denn handelt. Bei den Begrüßungssachen ist es vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher, weil viele ja gar nicht bis zum Ende gucken und man dann gar nicht so wirklich weiß, was sagt die Person eigentlich am Schluss. Aber genau, es geht ganz einfach. Ich lese was vor. Sobald ihr glaubt zu wissen, wer sich hinter diesem, ja, hinter diesem Satz verbirgt, schreit ihr einfach euren Namen rein und dürft dann die Antwort geben. Wenn die Antwort richtig ist, bekommt ihr für euer Team einen Punkt. Wenn die Antwort falsch ist, dann darf das andere Team noch einmal raten und sollten sie das dann richtig haben, kriegen sie sogar 2 Punkte. Ich Also brauche ein wirklich, Wasser. du darfst auch gerne deinen nervigen Buzzer benutzen, ist gar kein Problem. Falls noch jemand mal zufällig einen zur Hand hat, auch gerne. Ansonsten reicht es aber auch, wenn ihr einfach euren Namen schreit. Und dann werden wir das hoffentlich rausfinden. Okay, Spiel verstanden? Ja, ist ja nicht so Jawohl. schwierig. Super. Dann starte ich mit dem ersten Hello und zwar liebe Freundinnen und Freunde der analogen Unterhaltung. Kim, Jawohl. Hand an Friends. Jawohl, sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Das gibt direkt einen Aber Punkt. Moment, heißt Jawohl. es nicht immer Hallo? Liebe Freunde der analogen Unterhaltung. Also ich finde, die Rita hat recht. Da kann ich nicht beipflichten. Ich finde, die Rita, die kriegt so einen Klugscheißer-Punkt. Ich notiere das hier mal. Klugscheißer-Punkt 1. Aber du hast natürlich recht, wahrscheinlich heißt es auch so. Aber ansonsten ist es Hunter and Friends. Genau, dann kommen wir zu einem zweiten Hello und zwar so, hallo und schön, dass ihr reinschaut. Das ist der Ben vom Brettspielblog. Genau, wollte ich sagen. Sehr Genau, gut, danke. sehr gut. Sehr gut. Und dann haben wir ein Goodbye und zwar wir sehen, hören, riechen uns. Ja, Rita? Ist es die Marie von Nordsprech? Nein. Oh. Kim und Phil, ihr habt jetzt noch eine Chance, 2 Punkte sogar abzuräumen. Also, wir sehen, hören, riechen uns. Kim, weißt Nee. du was? Ich bin gerade total blank und ich gucke sowas eigentlich fast jeden Abend.
Ich gucke es meistens nicht zu Ende. Ja, ich. So. Das rächt sich jetzt, das ja. rächt sich. Ja. Aber riecht. Das ist eine Erziehungsmaßnahme hier gerade, ne? Ja, total. Ja, also, es gibt tatsächlich, man merkt, es gibt einige, die wirklich immer das Gleiche sagen oder sehr ähnliche Sachen, wo ja. man sich denkt, das könnte so, da könnte was dahinter stecken. Und andere sagen auch einfach nur Tschüss. Ja, jetzt also, haben wir hier keine Tipps geben. Nee. Also, eine Chance habt ihr. Was glaubt ihr? Wer sagt am Schluss seiner Videos, wir sehen, hören, riechen uns? Also, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Phil, irgendeine Ahnung? Ich kann, also kriegen wir irgendeinen Minuspunkt, wenn ich jetzt irgendwas sage? Nein. Dann sage ich mal Brettspielgarde. Nein, das waren sie nicht. Aber Rita, du hast es bestimmt schon mal gehört, weil das ist der liebe Sven von Brettballett. Oh, nein! Also zumindest bei seinem Brett am Sonntag also, sagt er das immer. Und ich glaube, bei den anderen kommt das auch immer. Grüße gehen raus, ne? Wie genau, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, ja. Entschuldigung. Das sagt er so zwischendrin, aber am Schluss sagt er tatsächlich das. Okay, dann kommen wir zum nächsten Hello. Und das heißt, hallo, liebe Freunde des gepflegten Brettspiels. Die Rita hat zuerst gestellt. Die Brettspielsucht ist. Jawohl, sehr gut. Das gibt ein Pünktchen für euch. Das war einfach. Spielt ihr alle noch mit? Ich weiß es nicht. Oh, ja. Du bist so schnell. Auch so ein Buzzer. Genau. Ich überlege so lange, wie ich heiße, weißt du? Das also. Ist, man du, spricht das so wenig mit sich selbst. Also. Okay, dann nochmal ein Hello. Und zwar, hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Kennt ihr alle, bin ich ganz sicher. Wer sagt, hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Soll ich es riskieren, Heike? Ah, ich weiß es nicht. Ich bin auch am Überlegen. Darf ich der Heike in den Chat schreiben, was ich denke? Ja, natürlich. Darfst du das gerne? Falls aber die anderen in der Zwischenzeit... Ich glaube, die Kim hat schon eine Meldung. Die Spiele-Dinos. Nein, sind nicht die Spiele-Dinos. Ja, Heike, das wäre jetzt peinlich, ne? Das wäre jetzt auch peinlich gewesen. Ich habe dir gerade was geschickt, aber wir dürfen ja jetzt in Freischuss, ne? Jetzt aber dürftet ihr quasi kurz reden und bei Chat unten musst du... Ja, ich habe es gefunden. Kannst du das bitte nochmal wiederholen, Julia? Hi Leute und vielen Dank fürs Einschalten. Könnte das sein? Ja, das eher. Ich hätte eher daran gedacht, aber ich glaube, das ist es nicht gewesen. Ja, das könnte auch sein. Entscheid du! Oh nein! Ja! Oh nein! Kann ich es nur falsch machen? Nein! Doch! Kein richtig und kein falsch. Nur Entscheidungen und Konsequenzen. Verdammt. Nein, die Rita, die kennt sich aus. Deins. Meinst du? Ja. Okay, wir tippen dann auf die Marie vom Nordsprech. Immer noch nicht. Was wäre das? Es wäre deins gewesen, Rita. Was hättest du gesagt, Rita? Get on board. Nein. Auch nicht, okay. Es war der Stefan, der Boardgame-Digger. Der sagt immer, hi Leute, danke fürs Einschalten. Ja, aber du sagst es natürlich auch anders. Ja, ne? So, weil der so sagt wie er kann ich das nicht sagen. Er sagt es so ein bisschen, hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Du musst es so ein bisschen abgefuckter sehen. Okay, alles klar. Ich versuche mich jetzt mehr reinzuversetzen in die Person, ne? Aber es kommt ja auf die Inhalte an hier heute Abend und nicht auf das Drumherum. Okay, dann machen wir noch ein Goodbye. Oje. Und zwar alle für Brettspiele, ein Brettspiel für alle. Brettspielgarde. Jawohl, Heike, sehr gut. Ja! Hätte nicht Heike gesagt. Ja, das ist. Dagegen. Wir sagen Moment, ich muss mich kurz umbenennen. Moment. Ja. So, also ich finde, ich habe schon meinen Namen gesagt. Ja, sehr gut. Okay, dann haben wir noch ein Hello und zwar guten Morgen, Leute. Montagmorgen, es ist wieder Zeit für unseren Rückspiegel. Kim! Ja, die Spiele-Dinos! Jawohl! Ja. Da waren wir jetzt zu langsam, verdammt.
Ich überlege noch. Du überlegst noch, okay. Es ist auch tatsächlich jetzt natürlich nur bei dem einen Format, wo sie das sagen, aber genau, dann haben wir noch ein Goodbye und zwar, das war's für heute und wir sagen danke fürs Zuschauen. Oh, das habe ich auch schon mal gehört. Bestimmt. Das denke ich auch. Ja? Ja. Dann sagen wir's. Ja, Rita? At the Board Games? Nein. Nein! Die machen tatsächlich meistens nur Tschüss. Weil die irgendwie aus dem Reden raus, die haben gar keine richtige Verabschiedung. Wie heißen denn die? Wie war das nochmal? Das war's für heute und wir sagen danke fürs Zuschauen. Und was Spielkult? Ja, könnte auch sein, aber wir dürfen nicht mehr, gell? Ja, nee, dürfen wir nicht. Okay, nee. Ja, ja. Du ja. Bis zum Ende. Ja. Tja, wir haben die Lösung in unserem Chat stehen. Das gibt aber das leider keine Punkte. Verdammt. Wir suchen noch in unseren Gehirnwindungen. Ja, wir graben. Ja. Okay, wo grabt ihr hin? Was glaubt ihr? Sag's bitte nochmal. Das war's für heute und wir sagen danke fürs Zuschauen. Otter? Doch, das ist es, glaube ich, schon. Ich habe dir was geschrieben. Moment. Aber ihr dürft auch offen sprechen, Kim und Phil, ne? Ihr seid ja... Ist das sicher? Nee, 100% nicht. Komm mal, können diese Ohren lügen? Das sind schon mehr Prozent als bei mir. Okay. Also... Ich würde sagen, nimm's. Also ich bin gerade blank. Also für mich klingt das noch nach Spielekult, aber das ist, glaube ich, nicht das. Nee, ist, glaube aber nicht das, was wir jetzt gerade suchen. Okay. So, traut euch. Ja, ich hätte nochmal gesagt, die Dinos. Nein, das wäre leider falsch. Ach so, schade. Und wenn ich dann wahrscheinlich sagen würde, Thorsten, Tanja und Familie Enterich. Ach. Ja. Nein. Phil immer noch nicht. Ja. Die Hausies, genau. Ah. Ja, das hatten wir natürlich in unserem Chat stehen. Ja, natürlich. Oder so ähnlich. Screenshot bitte. Ja. So, ich weiß, was ich im Anschluss mache. Ich gringe alle YouTuber durch. Aber nur die ersten eine Minute und die letzte Minute. Genau. Ja, sonst werde ich ja nicht fertig. Ja. So, und ein letztes Hello habe ich noch, und zwar Hallo und Willkommen an Bord. Rita? Das ist jetzt aber Get on Board. Das ist jetzt Get on Board, richtig. Das wäre jetzt auch sehr seltsam gewesen. Ja, sehr schön, das waren 10 Hellos and Goodbyes und dreimal haben Heike und Rita richtig geraten, viermal, plus ein Klugscheißerpunkt. Und Phil und Kim haben immerhin 2 richtige. Also das ist schon mal gar nicht so schlecht. Also ihr merkt tatsächlich, es ist echt wichtig, das sich mal bis zum Ende anzugucken. Weil gerade das bei Sven, mit dem wir hören, riechen, schmecken uns oder so, das ist schon etwas seltsam. Und wem war das jetzt nochmal? Das habe ich schon vergessen. Grüße gehen raus. Ach ja. Brett Ballett. Okay, also bevor Rita ganz vergesslich ist und nicht mehr weiß, was von ihren 3 Sachen die Lüge war, würde ich sagen, wir machen die erste Runde Lüge, eine Lüge, 2 Wahrheiten. Und ich lese euch einmal kurz vor, was die liebe Rita mir als Auswahlmöglichkeiten gegeben hat. Ihr dürft dann so für euch ein bisschen überlegen. Und für jeden, der sozusagen die richtige Lüge enttarnt, gibt es einen Punkt. Das heißt also, Heike sammelt für euer Team und Phil und Kim natürlich für ihr eigenes Team. Also, Rita behauptet, sie hat als Bankkauffrau gearbeitet. Rita behauptet, sie hat schon mal mit Rihanna gesprochen. Und Rita behauptet, sie hat schon mal eine 7-monatige Weltreise gemacht. Was davon ist eine Lüge? Rita darf natürlich nichts sagen, sie darf nur gucken und gut aussehen. Aber ansonsten kann mal jeder so für sich überlegen. Phil und Kim, ihr dürft euch natürlich auch gerne im Chat irgendwie beraten. Heike ist ein bisschen auf sich alleine gestellt. Das war auch schwierig. Also Bankkauffrau, mit Rihanna gesprochen oder eine 7-monatige Weltreise gemacht. Also 1 ist die Bankkauffrau, 2 ist Rihanna und 3 ist die...
Weltreise. Also, ich würde euch jetzt bitten, macht die Hand bereit. Ich rate auch mit, weil ich es ja auch nicht weiß. Und auf drei macht ihr einfach das, was ihr glaubt, die Lösung. 1, 2, 3. Okay, wir haben einmal nicht die Bankkauffrau und dreimal keine Weltreise. Liebe Rita, was ist die Lüge? Und ich habe keine Weltreise gemacht. Wow. Da lag ich mal schön daneben, aber schade für dich, ne? Schade für dich auf jeden Fall. Aber das. Ja, wollt ihr dann mal kurz die Story mit Rita? Ja, natürlich. Ja, sehr gut. Bankkauffrau ist völlig unnötig, aber erzähl ja, ja. Ich habe lange in einem Kino gearbeitet. Mhm. Und da kam der Film Borat, das war 2006, ich habe keine Ahnung, ist auf jeden Fall schon ein bisschen her. Und die Vorstellung war fast ausverkauft und eigentlich waren die Türen schon geschlossen. Da kam noch eine Gruppe und mit 4 Leuten. Und dann habe ich gesehen, dass in den 4 Leuten war Rihanna dabei. Die hatte ich erkannt, weil ich habe damals, SOS war da ihr Hit damals, mhm. Und da habe ich gehört. Und sie hat gerade einen Apfel gegessen und war fertig und hat mir dann ihren Apfelbutzen hat so gemacht und hat mir den dann in die Hand gedrückt. Und den hast du heute noch? Nee, den habe ich nicht mehr. Aber so eingerahmt. Das wäre voll eine Investition für die Zukunft. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Ja, ja, cool. Sehr schön, siehst du. Ja, aufregend, aufregend hier diese Persönlichkeiten. Dann machen wir jetzt weiter mit Phil. Phil hat mir auch 3 Sachen gesagt. Und zwar hat Phil behauptet, erstens, dass er sein eigenes Bier braut. Zweitens hat er gesagt, er ist eigentlich Franzose. Und drittens, dass er schon mal mit dem Fahrrad bis nach Bratislava gefahren ist. Also, braut er sein Bier, ist er Franzose oder ist er schon mal bis nach Bratislava mit dem Fahrrad gefahren? Eins davon ist leider eine Lüge. Okay. Welche denn eigentlich nochmal? Ich hoffe, dass du das noch weißt. Okay, wenn ihr euch alle schon mal Gedanken gemacht habt, ich rate natürlich wieder mit, ich übernehme. Okay, 1, 2, 3. Okay, es ist alles dabei. Dann, lieber Phil, was stimmt nicht? Ich brauche kein eigenes Bier. Oh, oh. Nicht! Ich warum nicht? Ja, vielleicht noch nicht, ja. Also, ja. Aber wir drehen ja heute nicht in. Ich hab tatsächlich schon mal Bier gebraut. Echt? So ganz, ganz klassisch mit so Leinentüchern und einem Wasserkocher. Geil. Und dann musste man das so auswählen, das war scheiße heiß. Musste da mit diesem heißen Wasser da dieses Ding da auswinden und so. Die und es hat auch nicht wirklich gut geschmeckt. Also du musst es nicht machen, aber. Aber ich wohne ja im Hopfengebiet hier, also daher muss ich es irgendwann mal machen. Und ich dachte also, halt. Kannst du mich bitte nicht Hopfmiepel nennen. Das genau, ich dachte nämlich, wenn man Hopfmiepel nennt, das wäre zu offensichtlich, wenn man dann ja. nur Bier braut. Das genau. Ich habe auch schon mal Bier gebraut. Ich habe mich ein Wochenende bei einer kleinen Privatbrauerei mit reingesetzt und haben wir gemeinsam cool. Bier gebraut. Okay. Das war voll cool. Da muss man so wirklich die Schläuche schleppen und die Kessel regeln und. Das hat richtig Laune gemacht. Ja, schön. Und ja. Dann aber. Braut Bier. Also, ich finde es lustig. Ich helfe ihm immer ein bisschen. Ja, cool. Ja, du bist hier der Einzige, der noch kein Bier gebraut hat. Ich bin Experte im Bier trinken. Aber pass mal auf. Na, immerhin, ne? Aber komm, dann also, ich fühle mich gechallenged. Genau, dann erzähl doch aber bitte mal, warum man mit dem Fahrrad. Ach, guck mal hier. Hier, super. Guck mal, alles am Start hier. Einmal sehr gut. Genau, aber dann erzähl doch bitte mal die Story, warum man mit dem Fahrrad nach Bratislava fährt. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ja, ich habe irgendwann Fahrrad gesagt, so, genau. Nee, ich hab mir einfach gesagt, ich möcht jetzt einfach mal eine große Tour fahren. Was? Miau-Bier? Nein. Ja, das war sein letztes, ein Siam IPA und deswegen heißt es Miau. Das muss mir aber schicken. Cool. Sehr ja, wir cool, möchten jetzt cool. alle was bitte davon. Ja, aber wie lange hat denn diese Reise gedauert? Ja, genau. Knappe 4 Tage. Boah.
So schnell? Ja, ja, ich bin mit dem Rennrad so an die 180 Kilometer am Tag gefahren. Ja, ja, das war dann. Aber wie gesagt, ich weiß heute nicht, was mich geritten hat. Ist ja im Auto gefahren, oder? Nein. Wirklich, es waren nur zwei Räder involviert. Das hört sich nach Spaß an. Ja. Wahnsinnig Spaß. Ich habe Regionen meines Körpers gespürt, die hatte ich nie gespürt. Da wusste man gar nicht, dass man da Muskeln hat. Ja, ne? Richtig. Ja, das ist schon echt ein Ding, ne? Und war da, also bist du alleine oder? Mit anderen Leidensgenossen? Mit einem sehr guten Freund haben wir das zusammen gemacht und haben auch gesagt am Ende, das machen wir so nie wieder, sondern dann vielleicht so ein bisschen kürzere Strecken und mehr von der Landschaft genießen, weil irgendwie bin ich durch Österreich durchgebrettert und habe nicht das Gefühl gehabt, dort gewesen zu sein. Genau, wir spielen das Spiel Teamwork. Und vielleicht kennt ihr das, und zwar man muss einen Begriff erklären, gemeinsam als Team, und bildet quasi einen Satz, der diese Sache erklärt. Aber das Problem ist, man muss immer abwechselnd ein Wort sagen, der andere weiß aber nicht, welchen Satz man sozusagen im Kopf hat. Also beispielsweise, ich müsste jetzt Tee erklären und dann sagt der eine, das ist ein Getränk, das heiß ist oder so, ne? Nur das Problem ist, man hat vielleicht selbst was im Kopf, wie man es erklären würde, und der andere hat keine Ahnung davon. Und wir spielen also folgendermaßen, also immer ein Team erklärt, sozusagen versucht, der Satz kann auch sehr lange sein, das muss also nicht nur Vier-Wörter-Satz sein. Sollte das andere Team es erraten, dann bekommt das Team, das erklärt hat, 2 Punkte. Und das Team, das richtig geraten hat, bekommt 1 Punkt. Einfach als Anreiz, dass man auch rät. Ne? Ihr sollt natürlich also raten. Dann einigt euch einfach, wer mit dem Satz anfängt. Und sobald Phil oder Kim eine Ahnung haben, dürft ihr gerne sagen Stopp. Und dann gerne raten. Dann fange ich mal an. Okay. Das ist ein Produkt auf dem Mann. So, falsch abgewogen. Ja. Dem Mann. Das ist geil. Was? Abstellen kann und den, was hast du gesagt, in? Nein, den. Ach, den. Mann bei Kickstarter zum Beispiel, ja, kaufen kann. Stopp. Ja, ja, Kim. Meinst du, Phil? Das ist... Ja, sehr gut. Ein Brettspieltisch. Sehr gut. Das war jetzt echt gut. Ich hätte noch 5 Minuten zuhören müssen. Geh mal zu. Ja. Dort kann man Spielsteine reintun. Tja, das war mal ein kurzer, knapper Satz, ne? Wir haben auch noch mal nur angefangen hier. Noch ein Satz. Kannst du ja was dranhängen? Ja. Oder wieder. Hallo, habt ihr schon was gesagt? Ich höre nichts. Ja, Das war aber eigentlich schon so eindeutig, man hätte schon locker drauf kommen können. Ne? Also. Ja. Das ist eigentlich was für Captain Obvious. Ja. Also, oder wieder. Oder wieder? Du hast wirklich wieder. Ja, wieder. Kann man doch. Rausnehmen. Passt beides, ne? Passt beides. Wir sagen mal Stopp, oder? Eins davon wird es sein. Eins davon ist es, ja. Ja, mit Sicherheit.
Okay, dann sagt mal, was glaubt ihr? Also Ersatz war ja schon beschissen, ja? Ehrlich, ich fand ihn total eindeutig. Ja, also Ging auch sehr flüssig. dann sagt eins, Heike. Ich muss gerade noch mal beim Phil reingucken. Er wollte ja was zeigen. Wie kriege ich denn sein Bild groß? Was? Dann muss ich reden. Ich glaube aber nicht, dass ich. Also ich sehe mal nichts, was da steht, was er Nein, zeigen könnte. nein, ist Verdammt. leider auf der anderen Seite. Doof. Verdammt. Okay, also ich hätte dieses Zipptütchen gedacht. Didim. Dann war es Ritas, verdammt. Rita, was hättest du gesagt? Inlay. Didim. Oh, Dann das war. war Ersatz wirklich beschissen. Echt wahr? Nein. Eine Schüssel. Richtig! Ja. Oh nö, komm! Also das Wort war eigentlich Ressourcenschälchen, ne? Also nicht Ach, Schüssel oder so, okay. ne? Ja. Das wird der beste Satz Oh. ever. Ja. Ah, ich freue Ja. mich. Ja. Okay, Okay. so. Dann zeig mir, was ihr What? drauf habt. Ja. Rita, nicht den Satz in den Chat schreiben. Nee. Jetzt schon ein bisschen gerade böse geschaut. Ja, die Rita ist ehrgeizig, also hier, wenn die spielen will, will sie spielen, ne? So. Okay. Das Kann man aufbauen und dann kann es die arme Rita So ging es mir vorhin auch. super Abgebaut. werden. Also, obwohl ich das Wort kenne, würde ich jetzt, glaube ich, nicht drauf kommen, aber gut. Kannst auf- und abbauen, sehr schön. Man kann Was hat. was reintun. Herzlichen Glückwunsch. Und rausnehmen. So. Das hat Ja. was mit dem Fährtesten, was mit Brettspiel zu tun. Ein Kajakschrank. Ja. Na. Ja, das macht er. Finde ich super. Nee, man baut es ja nicht unbedingt wieder ab. Also doch. Wenn man aussieht, schon. Ja. Oder Achtung, Achtung, doch, wenn die Brettspielsammlung mal wieder so groß geworden ist, dass der Platz nicht reicht. Also es kann ein Brettspiel oder etwas, was mit Brettspielen zu tun hat, sein. Ne? Nur mal so als Hinweis. Ja, welches Spiel kann man denn auf- und abbauen? Jetzt haut mal raus. Ja, okay. So ziemlich jedes mit viel Material. Monopoly! Oh, das gibt einen Punkt Abzug. Aber ich, sie hat Das das habe ich mit Wort gesagt, dass Absicht man gemacht. Ja, sie sagen hat das darf. Wort Ich habe das böse Wort gesagt. Genau, also ist das eure Antwort? Phil? Gut, ich muss jetzt Das auch mit. sagen, das war jetzt schon eine maue Erklärung. Ich muss es ja jetzt echt, also. Und die vorher war besser, oder wie? Nein, nein, das wollte ich damit gar nicht sagen. Phil, was sagst du? Ich schaue mich um, aber was macht man denn auf und wieder ab, was mit Brettspielen zu tun hat, außer das Brettspiel selbst? Wir können ja mal sagen, es ist ein Brettspiel. Okay, Phil, ich habe dir was geschrieben. Guck mal. Und ich sehe es gerade nicht in Phils Schrank. Er kann es wieder nicht zeigen. Ja. Das wäre echt nicht Glaub. schlecht. Ja, mach mal. Ja, Ja? machen wir's. Der Everdell-Baum? Leider nein. Oh, aber gut. Dann war er beschissen erklärt, der Begriff. Ja. Echt? Nein. Also ich sag mal Ansonsten so, hätte es ich doch hatte noch, Jenga gesagt. es hätte sehr viel Potenzial gehabt, eine sehr ausschweifende und sehr schöne Erklärung zu kriegen. Aber es war Menara. Oh. Das Spiel mit den Säulen, die man Oh. Ja, auf ja, und ja. wieder abbaut, natürlich irgendwann, ja. Jetzt kommt wieder ein Mördersatz. Jenga wäre Achtung, natürlich. Achtung, ja. Vielleicht wird Hab er den besser, Duden dann schon sind wir auch wieder hingestellt. nett. Ja, genau. So läuft das Spiel. Ja. Fang du an. Das ist ein Spiel von Ja, Von dem Warum?
Von dem. Mann. Aha. Viele. Gute. Balken. Das ist so geil. Einer geht so, die andere so. Das ist wunderbar. Welche Spiel hat denn Balken? Ich würde sagen deins. Ja, aber ist ja nicht von dem gesehen? Mann. Vielleicht war das das allgemeine Mann mit einem N. Also Balken. Das war ja dann zu Ende. Ach so, dem Mann. Nee, nach Balken kam eigentlich doch noch. Was hast du mir gesagt? Ich habe Balken gesagt. Gesehen. Balken gesehen. Und? Miepel. Mit? Helm? Und? Ah! Doch, Man at Work. Hey, es hätte so einfach sein können. Ja. Also ich nehme an, das ist jetzt eure Antwort, ne? Oder? Sie müssen Stopp sagen. Du? Ja. Wir können auch weitermachen. Ja. Guckt, wie er aus diesem Satz wieder rauskommt. Ne? Okay, also es war tatsächlich Man at Work. Man hätte es wirklich ganz, ne? Das ist das Spiel von Rita. Aber ja. So einfach wollte ich mir das spielen. Nein, auf keinen Fall. Ja, okay, ja. Da machen wir jetzt auch wieder was. Da stand ich etwas auf dem Schlauch. Ja. Das ist die Plattform für Der Spannungsbogen ist nicht wahr. Brettspielgeeks. Wo? Sie? Spiele? Soll ich das Wort jetzt schon sagen oder noch nicht? Probier's, trau dich. All in. Becken. Pannen. Gibt, also ich hätte jetzt, ja, sag du's. Kickstarter? Jawohl, richtig, sehr gut. Aber mittlerweile muss man ja aufpassen, gibt's ja noch Game von. Genau. So. Was gibt's? Oder? Genau. Found. Genau, found. Also okay. Wie finden. Found. Quasi. Habe ich noch nie gehört. Okay. Ab morgen das neue Spiel von Rita Model bei Game Found. Shut up and take my money. Okay. Das letzte auch für Kim und The Hop Meeple. Wie schon, ne? The Hop Meeple. Danke für die Blumen. Ich bin noch nie so glücklich gewesen. Okay, Kim und Phil, ihr dürft. Das ist die Plattform, bei der Mann online. Darf ich das Wort sagen? Weil ist ja. Nee, das Wort darfst du nicht sagen. Das andere. Spiele. Spielen. Kann. Das war doch mal ein schöner Satz. Mhm.
Ich würde da jetzt spontan auf Boardgame Arena gehen. Was denkst du, Rita? Ja. Ja. Das ist absolut korrekt. Sehr gut, sehr gut. Die Qualität unserer Sätze hat sich extrem gesteigert Auf für die jeden anderen, Fall. ne? Also, Also im Gegensatz zu diesem ersten sehr gut. komischen irgendwas. Genau. Ja, sehr schön. Es steht nach 2 Spielen übrigens 11-10 für Heike und Rita. Also noch alles drin. Und genau, jetzt wollen wir uns Heike ein bisschen genauer ansehen. Und zwar, Heike behauptet Folgendes von sich. Sie fährt sehr gerne Ski. Sie ist ein gerne und viel Griller. Und sie ist auch ein kleiner Monk, denn sie hasst Knicke in der Spielanleitung. Was davon ist eine Lüge? Also sie fährt gerne Ski, sie grillt gerne und viel und sie hasst Knicke in der Spielanleitung. Oh, hier, Rita hat sich schon entschieden. Was davon ist eine Lüge? Eins, zwei, drei. Okay. Falsch. Was war's, Heike? Wir alle anderen haben recht. Ich fahre nicht gern Ski. Ich finde Winter auch ganz fürchterlich. Die Jahreszeit kann ich gar nicht nachvollziehen. Ja, für dich, ja. Also Weihnachten ist schon schön mit Geschenken und Glühwein, aber so. Aber sonst Also ich ist nichts. dachte jetzt eher an, wenn du Vegetarier wärst, dann magst du auf gar keinen Fall wahrscheinlich grillen. Ach, wer Bier braut, mag auch grillen. Ja, stimmt. Wer weiß. Sorry. Okay, Alles gut. und mit Knicken in der Anleitung kann man dich richtig gut auf die Palme bringen. Ja, total. Mein Mann ist schon Oh. dazu übergegangen. Er fässt die neuen Spiele gar nicht mehr an. Also ich muss aufmachen, ich muss die Anleitung, ich nehme die dann auch wirklich mit beiden Händen, dass Sehr die gut. nicht knicken. Du musst, Und lege sie vorsichtig zur Seite. Also mein Mann lässt erstmal echt die Finger von allen neuen Spielen du nicht musst an. einfach Handschuhe anziehen Ja, genau, für die Weiße Handschuhe. Weiße Einleitung-Option. Handschuhe. Ja, nee, Knicke. Kennt ihr das, wenn. Oh Gott, jetzt muss ich irgendwas. Was habe ich denn hier? Aber kann, also auch wenn man Ja? so zum Beispiel Dann nimmt sowas er hat. das so und dann knickt es so halb ein und da drehe ich schon durch. Oder auch wenn man so Ah! aufschlägt und dann nach hinten knickt, um dann besser lesen zu können. Nee. Schnappatmung, Ich dürfte leider. Allein die Vorstellung. Dann können wir, dann kannst du nie zu mir kommen, Heike. Doch, was du mit deinem Spiel machst, ist ja okay, wenn wir deine Oh. Spiele spielen. Ah, okay, ja gut. Also du bist nur bei eigenen so ein bisschen. Also dann komme ich am besten nicht zu Heike. Weil dann Äh, knickst darfst du du alle schon, aber Anleitungen. du darfst meine Anleitung nicht anfassen. Okay, No also touch. das ist schon mal geregelt. Okay, dann gucken wir mal noch nach Kim. Kim hat nicht nur Elfenohren, sondern angeblich auch ein Einhorn-Tattoo. Sie ist Fan der Gruppe Queen und Vegetarierin. Eins von diesen dreien ist allerdings eine Lüge. Was glaubt ihr? Eins, zwei, drei. Okay. Was ist die Lüge? Ich bin keine Vegetarierin. Das war klar, weil du vorhin gesagt hast, wer Bier mag, grillt doch gern. Der kann auch vegetarisch grillen. Ich mag sehr gerne Grillkäse. Trotzdem. Aber dir ist jetzt schon klar, solange es eine jugendfreie Stelle ist, dass du jetzt dein Tattoo in Ja. die Kamera halten musst, ne? Also Ja. sofern man es zeigen kann. Man weiß ja immer nicht, wo Leute so ihr Tattoo haben, ne? Aber. Oh, schön. Schön. Und irgendwie eine besondere Bedeutung oder einfach nur, weil Einhörner. Weil es ist ja jetzt ein eher schlichtes Einhorn, nicht so ein pink fluffy Unicorn-Dingsbums, ne? Nee, das wollte ich nicht. Das Einhorn steht ja für Mut. Ja? Und als ich 18 Jahre alt wurde, bin ich zu meiner Patentante nach Hamburg gefahren und habe zu ihr gesagt: So, meine Eltern wissen es nicht, ich hätte jetzt gern ein Tattoo. Und meine Patentante hat gesagt: Ich kenne einen Tätowierer. Und dann sind wir dahin und hat gesagt: Okay, ja, mit Termin. Dann musste ich halt 2 Tage warten, weil ich halt 2 Tage in Hamburg und habe dann gesagt: Okay, ich hätte gerne so und so, das und das. Und hat er gesagt: Ja, ich habe hier ein paar Vorlagen, kannst du dir mal angucken. Und dann habe ich gesagt: Gut, können wir da auch was mischen? Und hat er gesagt: Ja, können wir alles machen. Und ja, dann lag ich dann da, ich glaube, 4 Stunden waren es.
auf der Pritsche. Okay. Und als ich wieder nach Hause kam und das meinen Eltern gesagt habe, haben die erstmal gar nichts gesagt. Ja. Und dann nur gesagt, irgendwann sagt man von, da bist du ja jetzt alt genug und unvernünftig, da kannst du es auch nicht. Ja, sehr cool. Habt ihr Tattoos, so die anderen, die hier noch so rumsitzen? Heike, ja. Phil, ja. Irgendwas, was man zeigen kann oder eher unspektakuläre Tribals, Arschgeweihe, sowas, was jeder hat? Arschgeweih auf dem Rücken. Also ich weiß nicht, so nichts okay. Spezielles. Ich habe auch mein Schulterblatt. Das habe ich erst vor 4 Wochen übrigens stechen lassen. Sieht man es ein bisschen? Nee. Also ich ziehe mich hier voll aus. Ich bin im Fernsehen, ich ziehe mich aus. Genau. Was ist das? Ein Piranha. Was? Nein. Ist ein Bär und ein Tiger. Okay. Weil? Also was hat... Aus dem Chinesischen? Nee, das ist für meine beiden Kinder. Ah ja, cool. Ja. Mein Bärchen und mein kleines Kätzchen. Aber Kätzchen passt nicht zu Bär, also Tiger. Auch schön, ja. Nee, also ich bin da irgendwie, also zum einen würde ich, glaube ich, bin ich so ein bisschen Schisser, was die Schmerzen angeht. Ja, und ich auch. Also ich hatte mal ein Piercing so gar mit nicht 16. Weh. Nee, tut gar nicht weh. Ich sehe das immer, wenn Leute da... Also ich hatte mal mit 16 hier so ein Piercing, das fand ich total cool und habe ich auch meine Eltern irgendwie ewig gebettelt und gebittelt. Mein Papa ist dann irgendwann mit mir zum Arzt gefahren, der das dann halt gemacht hat, damit es wenigstens nicht in so einer Kaschemme, ne, wo ich mir sonst noch was hole. Und ich weiß nicht, ich bin dann am nächsten Tag in die Schule, da hattest du ja noch so ein Pflaster halt drüber so ein bisschen, dass da halt nichts drankommt. Und dann hat mein Lehrer so ganz, oh Gott, ist was am Auge passiert? Dann habe ich gesagt, nee, ich habe nur ein Piercing. Und dann hat der mich angeguckt, wirklich mit, also der war völlig schockiert, was ich jetzt, aber ich glaube, ich hatte es auch nur ein Jahr. Dann die brave Julia auf einmal im Piercing. So ungefähr war es. Ja, genau. Und aber dann irgendwie nach einem Jahr, anderthalb, habe ich auch gedacht, puh, ja, ist irgendwie, habe ich wieder ausgemacht. Das nächste Mal wollen wir Beweisfotos sehen, ne? Ja, es gibt tatsächlich mein Führerscheinfoto. Da ist es tatsächlich sogar noch drauf. Da kann man es, ich mache die Beweisfotos, gar kein Problem. Aber zeigst du nächsten Freitag, gell? Ja, genau. Ich kann es mir nochmal anklemmen, vielleicht geht es ja noch irgendwie dran. Ne? Naja, okay, vielen Dank für diese Einblick in euer Privatleben und hier die nackte Haut und so. Wir gucken mal. Naja, auf jeden Fall, das letzte Spiel, was wir spielen wollen oder was ihr spielen dürft, ist das perfekte Alibi. Auch ein Spiel, was es tatsächlich als Spiel gibt. Und zwar, das Ganze läuft gleich folgendermaßen. Es gibt einen kleinen Fall oder ein Verbrechen ist geschehen. Ein Team von euch ist sozusagen in Verdacht, das Ganze gemacht zu haben. Ihr habt aber natürlich ein Alibi euch ausgedacht, warum ihr es nicht gewesen sein könnt. Ich schicke euch zwei dann in ein Breakout-Room. In diesem Raum dürft ihr euer Alibi genauer besprechen, also mit Details euch genauer überlegen, was war denn da, also jetzt mal als Beispiel, wenn euer Alibi war, ihr wart gemeinsam im Kino, dann könnte man sich natürlich überlegen, was für einen Film hat man geguckt, gab es irgendwie Popcorn, gab es irgendwie eine Störung beim Film oder was man eben so könnte. Und dann kommt einer von euch zurück und wir drei, die sozusagen übrig bleiben, denken uns 10 Fragen aus zu eurem Alibi. Und der Erste, der kommt, muss diese 10 Fragen beantworten. Und der Zweite, der dann von euch kommt, sollte möglichst die gleichen Antworten geben. Also wir schauen, wie genau ihr euch denn da tatsächlich abgesprochen habt. Und wir fangen mit Phil und Kim an. Ihr dürft als Erstes gleich euch sozusagen versuchen, irgendwie zu retten. Und zwar ist natürlich Folgendes passiert. Wir sind jetzt kurz vor der Messe, ich habe es neulich schon mal gesagt, kurz vor der Messe in Essen. Aber es hat doch tatsächlich jemand geschafft, dass er die Neuheit eines ganz bekannten Verlages sozusagen gemopst hat und das Spiel ist nicht mehr auffindbar und ihr beiden seid ein bisschen in den Verdacht geraten, dass ihr das wart. Euer Alibi ist aber, dass ihr gemeinsam zum Tatzeitpunkt an einer Imbissbude gestanden habt. Das ist euer Alibi, ja, also ihr wart an einer Imbissbude. Genau. Und wir dürfen überlegen, was wir fragen, oder wie? Genau, also ihr dürft euch jetzt 10 Fragen überlegen. Ich kann euch dann natürlich gerne ein bisschen helfen. Also man kann natürlich auch sowas fragen,
wie war das Wetter, als ihr da gestanden habt? Oder war die Imbissbude draußen oder drin? Oder wie sah der aus, der Imbissverkäufer? Was war das? Eine Imbissbude auf der Messe Essen? Genau. So. Okay. Ich notiere die Fragen, also, ihr dürft euch überlegen. Genau, also was habt ihr beide gegessen? Mhm. Wie viel habt ihr dafür bezahlt? Genau, wie viel habt ihr dafür bezahlt? Habt ihr auch was getrunken? Mhm. Gab es einen Nachtisch? Im Imbiss? Nein, gibt es keinen Nachtisch? Egal, das fragen wir, das ist verwirrend, das ist gut. Oder gab's, habt ihr euch Beilagen geholt, wie Ketchup oder mhm. irgendwie, also so, wie sagt man denn da? Hat euch der Hund an der Mülltonne gestört? Sehr, so Fragen sind immer gut, ja. Waren da noch andere Leute an dem Imbissstand gestanden? Ja. Hat euch der Regen nicht gestört? Um wie viel Uhr wart ihr denn da? Also ihr habt bisher, was habt ihr gegessen? War es ein... Ja? War es eine Frau oder ein Mann, der das verkauft hat? Mhm. Oder? Ja, klar. Nicht gut? Vielleicht war es ja Transgender. Tja, das können Sie ja beantworten, ne? Ja. Also ihr habt bis jetzt, was habt ihr gegessen? Wie viel habt ihr bezahlt? Habt ihr auch was getrunken? Gab es einen Nachtisch? Nee, das Nachtisch ist blöd, oder? Okay. Dann streichen wir den. Habt ihr Ketchup, Senf oder sowas benutzt? Ja. Hat euch der Hund an der Mülltonne gestört? Waren noch andere an der Imbissbude? Hat euch der Regen gestört? Zu welcher Uhrzeit war ihr da? Wart ihr da? Man kann ja auch einfach fragen, welches... Welche Farbe hatte die Markise? Du weißt schon, dass... Ich sehe schon, Heike, gute Ermittlerin hier. Das Problem ist, wir sind als Zweites dran. Oder ist das jetzt parallel im Tausch, dass wir uns jetzt nicht noch gegenseitig ausbuchen können? Nee, doch, ihr müsst natürlich dann auch gleich raus, ist klar. Ihr habt natürlich dann aber ein anderes Alibi. Ja. Ja, die Sache ist ja die, ob wir das jetzt also... Gegen uns verwenden. Richtig. Also jedenfalls, je fieser die Fragen sind, desto fieser werden natürlich auch später die Gegenfragen sein. Das ist ja klar. Ne? Ja, die machen sie eh fies, das wissen wir ja jetzt. Wir waren so nett bei unserem Ja, voll! Oder? Boah! Okay, also, was habt ihr gegessen? Wie viel habt ihr bezahlt? Was habt ihr getrunken? Habt ihr Ketchup oder Soßen oder sowas benutzt? Hat euch der Hund an der Mülltonne gestört? Gab es noch andere, die dort waren? Hat euch der Regen gestört? Zu welcher Uhrzeit wart ihr dort? Und welche Farbe hatte die Markise? Ich kann einfach noch fragen, welches Geschlecht hatte der Verkäufer? Oder die, ne? Oder der Mensch in der Imbissbude. Okay. Gut. Sehr schön. Ja. Gut. Upsala. Genau, und wie läuft es jetzt nochmal ab? Also du fragst. Genau, also es kommt jetzt gleich, also die kommen jetzt beide zurück. Einen schicke ich dann nochmal raus, können sich überlegen, wer zuerst. Dann wird einfach die Fragen gestellt, ich notiere mir die Antworten und dann wird der zweite die gleichen Fragen gestellt. Und dann wird einfach geguckt, wie viel Übereinstimmungen. Und natürlich, je mehr Einstimmungen, desto besser. Dürfen wir uns aussuchen, wen wir zuerst vernehmen? Ja, dürft ihr gerne. Dann würde ich nämlich, glaube ich, die Kim als erstes vernehmen. Weil? Ja, jetzt kommt's. Weil, wenn der Phil als erstes vernommen wird, dann denkt wahrscheinlich die Kim, denkt nach, was hat der Phil geantwortet. Aber wenn es andersrum ist, der Phil ist ja ein Mann und der denkt dann nicht so viel. Okay. Gut, dann holen wir die beiden mal zurück und dann darfst du, Rita, das gerne genauso argumentieren, warum wir jetzt der Anna wieder rausschmeißen. So, liebe Kim. Oh, liebe Kim. Okay, so macht ihr so Good Cop, Bad Cop. Lass mich raten, Rita. Nee. Du bist der Bad Cop. Also ich muss die Fragen stellen. Ach so. Ne, von daher, ich bin ja von Natur aus ganz nett, aber die Fragen kommen natürlich nicht von mir. Ne? Das ist, also ich habe da nichts mit zu tun. So, natürlich ist die einfachste Frage, was habt ihr gegessen? Wir haben Pommes und Currywurst gegessen. Mhm. Und was hat's gekostet? 4 Euro. Oh, sehr günstig. Habt ihr noch was getrunken? Ja, ich hatte ein Weizen und Phil hatte ein Bier. Okay. Und habt ihr irgendwie noch Ketchup, Mayo, Senf oder sowas zu den Pommes oder so benutzt?
Ja, ich Mayo und Phil hatte Rot-Weiß. Schranke, Rot-Weiß. Pommes-Schranke Ja, oder wie man klar. noch. Und wir hatten gehört, es war an der Mülltonne an der Seite war ein Hund. Hat der euch irgendwie gestört oder? Nee, wir haben eigentlich gar keinen Hund gesehen. Wir haben nur drei Leute gesehen. Also drei andere Genau. waren noch da. Okay, und es hat ja relativ viel geregnet. Hat euch das irgendwie gestört beim Essen oder? Helmstedt regnet es Oh. im Moment nicht. Regen, nee, hat uns überhaupt nicht gestört. Wir standen ja unter diesem Wagen Ja. und wir standen trocken auf jeden Fall. Also es gab keine nassen Pommes. Sehr gut. Und welche Uhrzeit war so ungefähr? So gegen 16 Uhr war es. Und du hast ja gesagt, ihr habt irgendwo untergestanden, wahrscheinlich so eine Markise, wie man die so kennt. Welche Farbe hatte die? Rot. Rot, sehr hübsch. Und der Verkäufer, war das Frau, Mann oder? Das war eine Frau. Hier so eine klassische Muschikose Currywurstverkäuferin. Okay. Ja, vielen Dank. Und Gerne. du darfst natürlich jetzt hier bleiben, aber natürlich Ja, alles schweigen. klar. So, Phil. Genau, die Fragen nochmal zur Verteidigung sind nicht von mir, ich stelle sie nur. Was habt ihr denn gegessen? Currywurst mit Pommes. Ich hatte Rot-Weiß, Kim hat es mit Mayo gehabt. Okay, zu viel Information. Und wie viel hat es gekostet? So roundabout, wie man so sagt. Roundabout 12 €. Okay. Und also habt ihr was getrunken? Also, die 12 € waren nur die Currywurst, ne? Also ja, ist klar, mit so Goldüberzug oder was? Naja. habt ihr was getrunken? Entschuldigung, ich bin ab. Ja, ich hatte einen Pilz, Ja. sie hatten einen Weizen gehabt. Okay. Und wir haben von anderen gehört, dass an der Mülltonne an diesem Imbiss da immer so ein Hund rumgeschlichen ist. Hat der euch irgendwie gestört? Ist der euch aufgefallen? Ich war so im Gespräch vertieft. Okay. Da habe ich es nicht mitbekommen. Gut. Und waren noch andere an der Imbissbude? Ja, ich glaube so an die drei Personen. Zwei Männer und ein Mädel oder sowas. Okay. Und hat ja auch ziemlich geregnet zu der Zeit. War das irgendwie ein Problem oder? Wie gesagt, ich war so im Gespräch vertieft. Okay, welche Uhrzeit war es eigentlich? Ich glaube, das war so gegen 16 Uhr haben wir da was zusammen gegessen, ja. Und der Verkäufer oder die Verkäuferin, war das Mann oder Frau oder? Also von der Imbissbude? Eine sehr kompetente Person auf jeden Fall. Eine kompetente Die Wurst Person. hat echt super geschmeckt. Okay, aber ob das jetzt Mann oder Frau war, kann sich nicht mehr erinnern. Das kann man doch heute nicht mehr fragen. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Genau, und dann hast du eben gesagt, der Regen hat euch zwar nicht gestört, aber ihr habt, also dieser Wagen hatte so eine Markise. Kannst du dich noch erinnern, welche Farbe die hatte? Ich bin farbenblind. Das kann ich tatsächlich nicht. Okay. Bei mir ist alles grau. Das ist traurig für dich. Ja, ich weiß. Woher auch immer du dann weißt, dass deine Pommes rot-weiß waren. Aber gut, ich will nichts, dass Das du gesagt schmeckt man hast. ja. Ach so, nee, ist klar. Okay. Man hat mir gesagt, dass das Rote, also das Tomatige ist das Rote. Okay. Nun gut, also ich will mal sagen, eins, zwei, drei, viermal wart ihr euch nicht ganz so einig. Also Kim hat deutlich günstiger gegessen. Und auch ansonsten, wie gesagt, sie hat da eine relativ burschikose Imbissverkäuferin gesehen und auch eine rote Markise. Und sie konnte sich zumindest erinnern, dass es geregnet hat, auch wenn es euch jetzt nicht so gestört hat. Also ich sage jetzt mal, naja, 60% Übereinstimmung. Wir gucken mal, was die anderen beiden Damen machen. Denn natürlich ist jetzt immer noch nicht geklärt, was passiert ist oder wer es vor allem war. Aber Rita und Heike sind auch ein bisschen in den Kreis der Verdächtigen geraten. Und die beiden haben aber natürlich die so ein bisschen Auszeit an der Spiel genutzt. Und da gibt es jetzt in diesem Jahr, um so sich ein bisschen zu entspannen, gibt es Spiel-Yoga. Und Heike und Rita waren in der Halle, in der man also Yoga machen kann während der Messe, um so ein bisschen runterzukommen vom Stress. Und genau, die haben jetzt ebenfalls 5 Minuten Zeit, sich zu überlegen, was sie denn beim Spiel-Yoga alles so gemacht haben. Okay, dann dürft ihr euch 10 Fragen zum Spiel-Yoga überlegen.
Meine Gedächtnislücken sind Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Also vor allem der Preis, das war schon sehr auffällig. Also. Ich bin Münchner Preise gewöhnt hier. Das ach so. Ich bin so Norddeutsche. Wobei 4 Euro auch super günstig ist, aber gut. Okay, Spiel-Yoga. Ihr dürft euch natürlich gerne die Fragen auch selbst notieren und sie dann auch selbst fragen, wie ihr das wär's wenn waren noch andere Leute da vielleicht? Genau. Also und wie viel andere Leute tatsächlich? Kann man das in eine Frage verpacken? Ja, ja, kann man machen. Ich frage gut, was sie anhatten. Wie die Einrichtung war. Also wie hat da Raum eingerichtet und welche Farbe die Decke hatte? Oh, das ist eine gute Frage. Mhm. Oder die Yogamatten, welche Farbe die hatten. Okay. Ja. Ich glaube, mit welchem Spiel sie da was gemacht haben. Ich glaube, das ist so was für Captain Obvious. Das werden sie wahrscheinlich gleich. Ja. Wie lange es gedauert hat. Ja. Und welches ihre Lieblingsübung war. Ja. Aber welche drei Übungen haben sie denn gemacht? Genau. Die Schlange, die Kobra, den Löwen. Genau, irgend sowas, ne? Ja. Ja, ja, wobei die Frage, welche die Lieblingsübung war, wahrscheinlich am besten ist. Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Okay. Oder was es zu trinken dann gab. Ja. Das trinkt man zum Yoga. Wasser, oder? Wasser, Tee oder ein Sekt, je nachdem. Ne? Genau. Currywurst. Ja, für 12 Euro. Für 12 Euro Currywurst. Also 7 Fragen habt ihr jetzt. Also ihr habt einmal gefragt, ob noch andere Leute da waren und wenn ja, wie viele, was sie anhatten, wie die Einrichtung war, welche Farbe die Yogamatte hatte, wie lange das Ganze gedauert hat. Was und die Decke. Wie hieß der Trainer? Okay. Das war noch gut. Dann, wie die Dauer war, also wie lang, was die Lieblingsposition war, ob es was oder was es zu trinken gab und dann, wie der Yogalehrer hieß. Oder was drin? Ja gut, das könnt ihr euch ja überlegen. Also, wenn ihr also sagt, entweder fragen wir das oder wir fragen, welche Haare sie hat, also Haarfarbe. Oh ja, das ist auch eine gute Frage. Okay. Dann ist es wurscht, ob es Männlein oder Weiblein ist, aber die Haarfarbe ist halt immer so eine eklige Frage. Ja. Haarfarbe der. Der des Yoga-Lehrerinnen-Dingens, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Noch 2 Fragen. Hatte Rita Socken an? Okay. Oh ja, das ist auch gut. Ja, gibt es nicht hier, dass irgendwie so wie ein kleiner Unfall passiert ist? Ne? Kann man ja schnell passieren, so beim herabschauenden Hund, der Rücken gebrochen so ungefähr. Kleiner Unfall. Achtung, Achtung. Dem einen, der Yoga mitgemacht hat, dem ist das Spiel auf den Boden geknallt. Welches Spiel war es? Ah ja, das ist doch sehr schön. Also wenn man nämlich Spiele-Yoga macht. Ne? Ja, natürlich. So ein kleines Gloomhaven. Genau. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fragen habt ihr jetzt. Genau. Möchtet ihr die Fragen stellen? Also habt ihr euch jetzt mitgeschrieben oder soll ich das machen? Nee, mach du mal. Okay. Habt ihr eine Präferenz, wen ihr zuerst befragen möchtet? Rita, okay. Dann hole ich die beiden Damen mal wieder zurück. Die alles entscheidende Frage ist natürlich, was hattest du an? Und was hatte Heike an? Ich hatte was Gelbes an, also ganz normal T-Shirt und Yogahose und Heike was Blaues. Okay. Und hattest du Socken an? Nein, wir waren alle barfuß. Okay. Genau, wie lange hat das Ganze denn eigentlich gedauert? 30 Minuten. Mhm. Und ihr habt da ja wahrscheinlich verschiedene Positionen gemacht. Was war denn eure Lieblingsposition? Wir haben 3 Positionen gemacht. Das war Sonnengruß, Hund und den Krieger. Okay, und deine Lieblingsposition? Meine Lieblingsposition. Ja, deine? Der Sonnengruß? Ja, ich weiß es nicht. Ich frage ja dich. Was? Eine Frage? Ja, aber ich weiß ja nicht, was Heikes Lieblings... Wir gucken mal. Okay. Waren denn noch andere da? Also ja, wir waren insgesamt zu 10. Okay. Und wie war denn so die Einrichtung in dem Raum? Wie muss man sich das vorstellen? Das war alles hell mit Holzboden. Mhm. Ja. Okay.
Und die Yogamatte und die Decken, was hatten die für Farben? Also meine war gelb und die von Heike war blau. Okay. Und gab es was zu trinken? Ja, wir haben Wasser getrunken, 0,5. Und welche Haarfarbe hatte denn der Yogalehrer oder die Das Yogalehrerin? war eine Lehrerin, die war auch blond und lange Haare. Und einem ist ja anscheinend bei, was hast du vorhin gesagt, dem Hund oder so, das Spiel hingefallen, was er da so beim Spiele-Yoga dabei hatte. Was war das für ein Spiel? Nee, das sind Übungen. Da waren keine Spiele dabei. Was ist das denn? Spiele-Yoga ohne Spiele? Das ist ja. Ja, wir haben ja genau drei Übungen gemacht in den 30 Aber ich Minuten. dachte, man hätte jetzt so ein Spiel. Also unter Spiele-Yoga verstehe ich ja, dass man dann. Beim Krieger zum Beispiel. Tja. Zu wie viel wart ihr denn ungefähr bei diesem Spiele-Yoga? Ich glaube, da waren wir so um die 10 Personen. Und was hattet ihr denn an? Also ich hatte mein schönes blaues T-Shirt an und meine schöne blaue Yogahose und die Rita hat sich ihre gelben Klamotten aus dem Schrank geholt. Okay. Hatte die Rita Socken an? Nein, wir waren barfuß. Okay. Und wie war denn so die Einrichtung in dem Raum? Oh, alles schön hell gehalten und in Holztönen, Holzboden, also richtig, richtig erholsam und chillig. Und eure Yogamatten, was hatten die für Farben? Ja, ich habe meine blaue natürlich dabei Ja. gehabt und die Rita ihre gelbe. Also alles Ton in Ton. Sehr Selbstverständlich. schön. Apropos Farbe, eure Yoga-Lehrerin, was hatte die denn für Haare? Also Die Haarfarben. hatte blonde Haare. Okay. Und wie lange hat das Ganze so gedauert? Ich glaube, wir waren ungefähr eine halbe Stunde beschäftigt damit. Und gab's, also ihr habt ja verschiedene Positionen gemacht, nehme ich an. Was hattest du denn den Eindruck, war Ritas Lieblingsposition? Also Rita fand am besten, glaube ich, den Hund. Der hat Okay. ihr am allerbesten gefallen. Und gab es was zu trinken? Ja, wir haben alle neben unseren Matten an unseren Plätzen so eine schöne 1/2 Liter Wasserflasche stehen gehabt. Okay. Und dann war es ja ein Spiele-Yoga. Wir nehmen also ja an, dass ihr Spiele dabei hattet. Und einem ist anscheinend das Spiel runtergefallen bei Sonnengruß, Hund oder was auch immer ihr gemacht habt. Was war das denn für ein Spiel? Oh, ich war so in Trance gewesen, lass mich überlegen. Also, ich glaube, das war die Carcassonne-Jubiläumsedition, aber frag mich nicht. Ich war so weg. Wenn die natürlich runterfällt, ist natürlich übel, Ja, ne? ja. Okay. Schade drum, ja. Wenn dann noch ein Knick in die Anleitung kommt, dann ist es ganz vorbei, ne? Oh. Ja, und die Ecke auch Okay. noch angedetscht. Oh. Okay, vielen Dank. Ja, es war gar nicht so schlecht, muss ich zugeben. Chapeau, Außer, dass chapeau. es bei Ritas Spiele-Yoga keine Spiele gab. Also, irgendwie, vielleicht wart ihr. Es gab ja nur drei Übungen, also keine Spiele. Da wart ihr euch ein bisschen uneinig und die Frage nach der Lieblingsposition von Rita war natürlich fies, aber bei Ja, drei, die ne? war, ja, ich weiß aber nicht, ob die eigentlich zulässig war, diese Frage. Welche Frage zulässig ist, entscheiden ja wir und nicht ihr, ne? Also das ist ja noch schöner, wenn man sich hier noch die Regeln Aber selber machen darf. woher soll die Heike denn wissen, welche Übung ich am tollsten Na, aber fand? sie hatte ja den Eindruck, dass du beim Hund anscheinend den meisten Spaß hattest, ne? Aber man muss eben trotzdem zugeben, ihr wart mit quasi einer bis anderthalb falschen Antworten doch ein bisschen perfekter. Und damit würde auch dieses letzte Spiel dann an euch gehen. Herzlichen Glückwunsch. Also solltet ihr mal irgendwie eine krumme Sache überlegen, könntet ihr als Team ganz Gesundheit, Gesundheit. als Team ganz gut Gesundheit. fungieren. Ja, sehr Wahnsinn. schön, sehr schön. Und mit diesem letzten Spiel hätten wir auch den Endstand sehr knapp von 14 Punkten plus ein Klugscheißerpunkt von für Heike und Rita. Und Phil und Kim haben immerhin 13 Punkte, also sehr knapp beieinander, sehr knapp beieinander. Ja, ihr Lieben, das war die vierte Teamteil mit diesen wunderbaren, lustigen Gästen. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr vier hier auch und alle, die das jetzt gucken, wann auch immer
hoffentlich auch. Und genau, ich bedanke mich bei euch vier, dass ihr dabei wart und allen, die jetzt zugeguckt haben, schreibt fleißig in die Kommentare, ob ihr vielleicht auch das eine oder andere richtig geraten hättet und gewusst hättet oder ob ihr vielleicht genauso auf dem Schlauch gestanden habt wie der ein oder andere hier heute Abend. Und genau, in diesem Sinne, meine Abschiedsfloskel ist nämlich auch immer eine sehr gleiche. In diesem Sinne, spielt fleißig weiter und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Spiel! Tschüss! Ciao. Tschüss!